So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir in meinem Favoritzimmer, der Küche. Ein sehr wichtiges Zimmer. Was ich so im Ausland vermisse, ist der schwedische Kaviar. Löjrom heißt das. Es ist so fantastisch. Es ist ganz speziell. Nicht so unerschwinglich wie iranischer oder russischer Kaviar, aber auch nicht so wie Billig-Kaviar, was man in die normale Lebensmittelgeschäfte kaufen kann. Es ist feinkörniger, nicht so viel Fischgeschmack, aber auch sehr viel eleganter als normale Kaviar. Und es schmeckt fantastisch. Buttergebratenes Brot. Dazu einen wunderschönen großen Löffel Kaviar. Das war ein bisschen zu wenig da an die Kante. Das ist sehr wichtig, dass es viel ist. Vor allem am eigenen Platz ist es wichtig, dass man viel hat. Ein bisschen Sauerrahm, ein bisschen rote Zwiebeln. Rote Zwiebeln ist besser als gelbe Zwiebeln hier. Ein bisschen sanfter. Dann getoppt mit Shrimps. Noch eine vielleicht da an der Seite so. Dille, vielleicht Tomate, wenn man will. Passt nicht immer zur Farbe, aber riecht schön. Und eine Zitrone.